Sag mal, kann es sein, dass es heute noch heißer ist als sonst? Sie hat recht, aus irgendeinem Grund sieht die Sonne auch viel größer aus als sonst. Oder bilde ich mir das nur ein? Hey, man kann die Stadt schon sehen. Endlich sind wir in Trubestadt. Komm, es ist nicht mehr weit. Kapitel 19: Der Planet in Gefahr. Oh nein! Nazgnet doch! Mülltank! Sie wurden versteinert. Bitte lass das nicht wahr sein. Alle wohnen versteinert. Dusty, wohnen unsere Freunde vom Forscherteam etwa auch alle? Schnell zum Hauptquartier! Oh, in diesem Sinne, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Die Stimmung ist nicht gerade die beste. Oh nein. Flausching. Flausching wurde auch versteinert. Was ist denn das? Eine Kiste perfekter Äpfel? Sie war gar nicht auf der Flucht von einem Gegner. Sie wurde einfach nur dabei überrascht, wie sie von den Äpfeln genascht hat. Aber Moment mal, was ist mit Ampharos und Jirachi? Ampharos, Jirachi! Ah! Katharina und Dusty, habt ihr uns vielleicht erschreckt? Puh, wir dachten schon, wir wären als nächstes dran, versteinert zu werden. Es geht euch gut. Da fällt mir aber ein Stein von Herzen. Wir haben hier Zuflucht gesucht. Wir sind auch froh, dass es euch gut geht, Katharina. Aber wo wir gerade dabei sind, was ist hier eigentlich passiert? Hier wurden von Jevetal überfallen. Zack, bumm, einfach so. Von Jevetal? Aber er hat nicht nur Trubestadt angegriffen. Er hat der ganzen Welt gegenüber eine klare Drohung ausgesprochen. Er hat vor, alle Pokémon in das Nichts zu befördern. Was? Aber zuerst wusste niemand, was oder wo dieses Nichts überhaupt sein soll. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Plan, wovon Jevetal überhaupt redete. Aber dann fiel er plötzlich in Trubestadt ein und verwaltete nach und nach alle Pokémon zu Stein. Das war vielleicht ein Schock, sage ich dir. Aber ich habe nicht lange gefackelt. Ich habe mir die lange Lagertruhe geschnappt und bin geflohen. Ein Mitglied des Forscherteams gewährte uns schließlich hier im Hauptquartier Unterschlupf. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen. Tja, und hier sind wir jetzt. Das ist hier also passiert. Ihr habt ganz schön was durchgemacht. Aber ich begreife einfach nicht, was es Jevetal bringt, alle Pokémon zu versteinern. Was in aller Welt ist sein Ziel? Laut der vorzeitlichen Inschrift verursacht doch die dunkle Materie die Versteinerung. Aber was haben denn Jevetal und Blanas damit zu tun? Fragen über Fragen. Alle Pokémon auf der Welt sind auf Rache aus. Ich bin da keine Ausnahme. Zack, bumm. Gerüchten zufolge haben die legendären Pokémon einen Angriff auf Jevetal gestartet. Das heißt, Jevetal habe sie alle nacheinander versteinert. Zack, bumm. Niemand weiß, wie man Jevetal Einhalt gebieten kann. Ich verstehe. Wir wissen natürlich auch nicht, wie Jevetal aufgehalten werden kann. Aber wir werden einen Weg finden, koste es, was es wolle. Wir werden die versteinerten Pokémon wieder befreien, da bin ich mir ganz sicher. Es verlangt nicht an Hoffnung, sondern fast stattdessen Mut. Hm? Was ist? Es ist nichts. Ich glaube, wir sind gerade alle nur ein bisschen sprachlos. Weil ausgerechnet ein Kind neuen Mut in uns geweckt hat. Genau, Katharina, deine Ansprache ihm hat uns alle mitgerissen. Dass in Trübsalblasen gar nicht mehr zu denken ist. Freunde, was nützt es schon, den Kopf hängen zu lassen? Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ampharos meinte schließlich auch, er würde etwas unternehmen. Was sagst du da, Ampharos? Ist Ampharos etwa auch hier? Ja klar, und Jirachi auch. Zack, bumm. Sie arbeiten wahrscheinlich in ihren Zimmern. Aber sie sind auch oft unterwegs, um Nachforschung anzustellen. Wenn ihr Pech habt, sind sie gerade nicht da. Zack, bumm. Das sie. Was für ein Glück. Dass Flauschling versteinert wurde, ist ein schwerer Schlag. Aber dass Jirachi und Ampharos wohl auf sind, ist ein echter Glücksfall. Uns versteinert niemand so schnell. Das wäre auch schlecht fürs Geschäft.
Deshalb bitten wir bis auf Weiteres unsere Dienste hier auf... Genau. Wir wollen das Forscherteam unterstützen, wo es nur geht. Die Ladetour findet ihr da drüben. Um weiter im Geschäft zu bleiben, haben wir uns hier alle provisorischen Läden eingerichtet. Wenn ihr unsere Dienste in Anspruch nehmen wollt, dann sprecht uns einfach an. Vielen Dank, ihr Clown. Nein, danke euch allen. Eigentlich, dass es Ampharos und Jasch gut geht, nicht wahr, Dusty? Komm, gehen wir zu Ampharos. Jo. Speichern. So. Okay. Wie viel Goldbahn haben wir denn? Wir haben 11. Items Eingangstausch. Was haben wir denn da Schönes? Oh, Belebersam. Da würde ich sagen, dann holen wir uns einen schnellen Vorrat, oder? Die Dinger brauchen wir eh nicht. Plosivsam. Schleimkost. Starzweig, Zingerzweig, Wuchzweig braucht keiner. So. So. Können wir uns ein bisschen vorbereiten. So. Perfekte Apfel brauchen wir nicht. Goldringe? Okay, mit etwas Glück. Okay. Dann, das wäre vielleicht noch eine gute Attacke. Hier zum Beispiel Flammenwurf, wäre ganz cool. Und Energieball. Vielleicht. Das sind eigentlich ganz gute Attacken. So. Flammenwurf. Ruckzuckieb. So. Energieball. Machen wir statt Tackle weg. Ups. Super. Die Therme ist jetzt komplett weg. Okay. Oh. Hey. Psiao. Das ist die Katharina. Du wurdest also nicht versteinert, Psiao. Das ist die Katharina. Ich glaube, ich sehe Gespenster. Seid ihr es wirklich? Ihr wisst gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Aber nicht doch. Was sagst du da? Du hast gesehen, wie wir versteinert wurden? Genau. Ich hatte mich am Gipfel des Segensbands in sicherer Entfernung versteckt. Ich weiß, du hattest mir damals aufgetragen, im Dorf zu warten, Katharina. Aber ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Ich musste einfach folgen. Und dann ist es passiert. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ihr wieder wohl und munter hier seid. Wie in aller Welt habt ihr euch aus dem Stein befreit. Das ist eine lange Geschichte. Und Katharina erzählte Psyau, was sich in der Welt des Nichts zugetragen hatte. Unglaublich, dass es wirklich alles passiert. Da habt ihr mir aber wirklich einiges durchgemacht. Ja, aber was ist mit dir? Wie bist du hier gelandet, Psyau? Das habe ich Amphoros zu verdanken. Er hat mich darum gebeten, ihm zu helfen.
Ampharos? Ach ja, wo steckt Ampharos eigentlich? Der ist gerade nicht hier. Er ist mit Jirashi unterwegs, um verschiedene Nachforschungen anzustellen. Ich halte von hier aus telepathisch mit ihm Kontakt. Dabei habe ich viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Die Sache mit der dunklen Materie zum Beispiel. Und wie die Lage außerhalb von Ruhestand aussieht. Außerhalb von Ruhestand? Ach ja, weißt du vielleicht, was in Ruhenau passiert ist? Wurde das Dorf auch von Jivita heimgesucht? Heißt das, ihr wisst es noch gar nicht? Die Bewohner von Ruhenau wohnen... Sie wurden alle zu Stein verwandelt. Katharina. Oh nein, Opa. Opa! Katharina! Und was jetzt? Ich hätte es ihr besser nicht sagen sollen. Psiau. Was sagst du da? Du denkst, sie fängt sich bestimmt wieder? Ja, bevor wir hierher gekommen sind, hat sie in Ruhe einen Entschluss gefasst. Aber wenn wir uns jetzt auf die Suche nach Opa machen, kann ich mich vor lauter Sorge auf nichts anderes konzentrieren. Und das kann ich nicht zulassen. Nicht nur Ruhenau, sondern unsere ganze Welt schwebt in Gefahr. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen wir, Dusty. Wir müssen nach Trubelstadt. Sie hatten Ruhenau einen Entschluss gefasst. Das war ohne Frage ein Riesenschock für sie. Aber ich glaube, sie wird sich wieder fangen. Katharina kommt bestimmt wieder zurück. Ich hoffe, du hast recht. Aber es ist wahr, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die dunkle Materie ist inzwischen offenbar sehr stark geworden. Wir müssen so schnell wie möglich den Baum des Lebens. Wer ist da? Katharina? Nein, das ist nicht Katharina. Da hat sich jemand versteckt gehalten. Wir wurden beobachtet. Aber von wem? Also schauen wir mal nach, ne? Scheint nach Rom geflohen zu sein. Okay. Megalon! Was? Wer ist das? Unglaublich. Was macht er hier? Muss etwas unternehmen. Lon! Bosskamp versus Megalon. Los geht's. Spaß geht jetzt weiter. So. Bevor wir erstmal hier was machen, hier, komm. Kombo-Attacke können wir nicht einsetzen. Ja, da hast du dich leider mit den Falschen angelegt. Schade. So. Er ist wieder aufgestanden. Der ist ganz schön hartnäckig. Lon! Wegen dir wurde Opa, versteinert. Nicht nur Opa, nein, das ganze Dorf. Das ist alles deine Schuld. Katharina, das reicht. Es hat keine Kraft mehr, um uns anzugreifen. Psiau. Was willst du hier? Was heckst du aus? Das ist ein Missverständnis. Ich will euch nichts Böses. Ich bin auf der Flucht. Blas und Jivita sind hinter mir her. Was? Was sagst du da? Wir stehen alle unter der Kontrolle der dunklen Materie. Wir sind nichts weiter als Marionetten. Ihr werdet kontrolliert? Genau. Aber als ihr die Welt des Nichts verlassen hattet, steht eine Art
stand eine Art Schockwelle, die nur mich aus dem Bann der dunklen Materie befreite. Als ich wieder bei Sinn war, habe ich es bei Blanas einfach nicht mehr ausgehalten. Also habe ich meine Chance abgewertet und bin davongelaufen. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Dachtest du wirklich, wir würden dir so eine abenteuerliche Geschichte abkaufen? Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Was? Avos hat mir etwas ganz Ähnliches erzählt. Er sagt, die dunkle Materie dringe in ihr Herz bestimmte anfälliger Pokémon ein. Woche wenden diese zu ihren Marionetten würden. Offenbar verleiht die dunkle Materie diesen Pokémon außerdem die Macht des Nichts. Sie ermöglicht es ihnen, andere Pokémon Energie abzusaugen und sie zu versteinern. Die abgesaugte Energie benutzt die dunkle Materie wiederum, um zu wachsen. Sie wird also immer stärker, wenn sie vom Pokémon Besitz ergreift. Genau so ist es. Bitte, ihr müsst mir glauben. Hättet ihr mich nicht plötzlich angegriffen, hätte ich euch kein Haar gekrümmt. Ich habe während des Kampfes ja auch nicht versucht, euch zu Stein zu verwandeln, oder? Und selbst wenn ich es wollte, ich könnte es gar nicht mehr. Ich habe diese Kraft verloren. Ich stehe schließlich nicht mehr hinter der Kontrolle der dunklen Materie. Dann stehen Evita Blanas und die Megalon also unter der Kontrolle der dunklen Materie. Damit wäre ein weiteres Geheimnis gelüftet. Aber können wir ihm wirklich vertrauen? Was, wenn Megalon uns anlügt? Aber warum bist du dann hier? Ich weiß, wo die dunkle Materie und der Baum des Lebens zu finden ist. Die dunkle Materie? Du weißt, wo der Baum des Lebens zu finden ist? Es steht dort, wo wir zuvor die Forscher versteinert haben. Den alten Ruinen. Der Baum des Lebens befindet sich tief im Inneren der Ruinen. Der Baum des Lebens soll im Inneren der alten Ruinen stehen? Niemand hat ihn bisher gefunden, weil er im Inneren der Ruinen verborgen ist. Nun ist er von der dunklen Materie befallen. Die dunkle Materie ist bereits sehr stark. Uns bleibt wenig Zeit. Ich bin hier, weil ich nach Verbündeten suche, um die dunkle Materie zu zerstören. Er hat also vor, die dunkle Materie zu besiegen. Aber ich bin mir an Schuld bewusst, auch wenn ich unter fremder Kontrolle stand. Ich habe eure tollen Kameraden und unzählige andere Pokémon versteinert. Ich erwarte nicht, dass sie mir vergibt, dafür ist es längst zu spät. Aber ich muss einfach alles tun, was ich kann, um unsere Welt zu retten. Und was jetzt? Was, wenn das alles nur gespielt ist? Wir sollten Ampharos um Rat fragen. Psyau, wärst du so nett? Kein Problem, ich versuche sofort, mich mit ihm in Verbindung zu setzen. Was ist los, Zeo? Tut mir leid, ich komme nicht zu ihm durch. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich hatte gehofft, Amphoros könnte uns weiterhelfen. Aber daraus wird wohl nichts. Dann gehen wir eben alleine zu den alten Ruinen. Zeo, du bleibst hier und kümmerst dich um den Informationsaustausch. Dustin und Megalon, ich gehe zu den alten Ruinen. Ich weiß nicht, das ist ganz schön gefährlich, aber wir haben keine Zeit. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn Megalon die Wahrheit sagt, dürfen wir keine Sekunde verlieren. Wir müssen handeln. Mit etwas Glück schaffen wir es noch, Evita und Blanas zuvorzukommen. Es wird bestimmt gefährlich, keine Frage. Aber es ist auch nicht aussichtslos. Bitte sag Ampharos sofort Bescheid, wenn du zu ihnen durchkommst. Ja, ich gehe sofort in sein Zimmer zurück und versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber davor gebe ich noch Lapras Bescheid. Sie ist gerade auf hoher See, aber wenn ich ihr alles erkläre, kehrt sie sicher sofort zurück. Macht's gut. Danke, Psyau. Megalon, bitte führe uns zu den alten Ruinen. Aber eins muss klar sein, unser volles Vertrauen hast du nicht. Wenn du dich nur irgendwie auffällig verhalten solltest, dann... Ich weiß. Ich mache mir keine Illusion, dass ihr mir das einfach alles so glaubt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als aufrichtig mein Bestes zu tun. Gehen wir. Gekleon und die anderen haben im Erdgeschoss ihre Läden aufgebaut. Wir sollten uns bei ihnen mit Items eindecken und uns auf das Abenteuer vorbereiten. Sobald wir damit fertig sind, heißt es ab zu Lapras am Hafen. Oh. Ein Flieorb. Okay. Hm.
Also, ich bin da ziemlich skeptisch drüber, ne? Tausenddreihundertdreißig Punkte brauchen wir noch. Badab, so. Müll. Zwei Goldbahnen haben wir noch. Würde ich jetzt einfach durch den Rest der Belebersamen jetzt austauschen. Halt. Also einen zumindest. So. Dann werden wir erstmal vollständig gedeckt. So. Es klingt so traurig hier. Hier ist übrigens die Lara-Truhe eingezeichnet, obwohl hier keine da ist, ne? Sagen wir hier. Eine Sinelbeere, okay. Sie hat mir bereits alles erzählt. Ihr wollt also zu den alten Ruinen, ja? Die alten Ruinen erstrecken sich jenseits der Meeresgrotte, östlich von hier. Was? Es gibt eine Grotte unter dem Meer? Ja. Durchquert ihr diese, befindet ihr euch genau über den alten Ruinen wieder. Wollt ihr zu den alten Ruinen? Jo. Also gut, los geht's, Dusty. Gut, endlich erreiche ich dich. Wie ist der Stand der Dinge bei dir? Verstehe, Dustin und Katharina sind gerade auf dem Weg zu den alten Ruinen. Gut, ich habe verstanden. Ich werde die beiden also nicht aufhalten. Und ja, sollte hier irgendwas passieren, lasse ich dich umgehend wissen. Blanas. Aha. Kapitel 20. Die alten Ruinen im Osten. Wir sind gleich da. So, da wären wir. Dieses Eiland hier liegt inmitten des östlichen Meeres. Und dort befindet sich der Zugang zur Meeresgrotte. Eine Unterwasserhöhle, die euch direkt zu den alten Ruinen führen wird. Arbeitet euch noch weiter nach unten vor. Sobald ihr den Meeresboden erreicht habt, dann erreicht ihr die alten Ruinen. Vor langer Zeit, als sie noch in voller Pracht standen, war dies hier noch Festland. Doch im Laufe der Zeit sank alles auf den Meeresgrund hinab. Ich werde euch hindurchführen, aber ich würde euch dennoch bitten, im Dungeon voranzugehen. Ich gebe euch dafür von hinten Deckung. Für diese Weise könnt ihr euch unterwegs leichter gegen Feinde verteidigen. Dass ich nicht lache. Wer garantiert uns denn, dass du nicht planst, uns heimlich aus dem Hinterhalt anzugreifen? Was hätte ich denn davon, euch im Dungeon zu attackieren? Schließlich sind wir hier mitten im Meer. Hast du ja irgendwie recht, aber... So ganz traue ich die Sache trotzdem nicht. Dusty, ich traue diesen Typ nicht. Wir behalten ihn genau, besser genau im Auge. Wenn ihr zurück nach Trubelstadt wollt, dann sprecht mich einfach an. Ich warte hier auf euch. Vielen Dank. Gut, dann nichts wie los. Auf in die Tiefen des Meeres. Ja. Und das machen wir im nächsten Part. Wir haben ja ziemlich lange gequatscht jetzt, ne? Wir sind jetzt gerade bei 24. Ja, 24,5 Minuten. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht euch gut. Bis zur nächsten Folge. Da, Mikroskote. Ja. Macht euch gut. Ach, schön, Musik. Ja, so, nächsten Part.
wird weiter gesungen. Also, macht gut, haut rein, Leute. Und ciao.